Alter, was ist da los, Leute? Niantic ist gestern total komplett ausgeflippt. Also zuerst kam erstmal gar keine Einladung. Normalerweise zwischen 1945, 1948 kommen immer die Einladungen. Und es sind keine gekommen. Manche dachten, dass sie gestern bereits kommen sollte. Also jetzt, vorgestern, weil da hat das Video ja jetzt erst hoch. Also vorgestern, am Montag. Und dann meinten ein paar, weil laut Plan hieß es eigentlich noch Montag. Bei dieser einen Tabelle, die im Netz kursiert. Und dann meinten ein paar aber Dienstag, wegen diesem Plus 1 und dies, das und wegen dem Algorithmus, dem Zyklus. Dann haben alle gestern gewartet und es kam keine. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in München liefen dann zwei Raids noch. Obwohl die Raid-Zeit schon vorbei war, liefen komischerweise zwei Raids noch. Bei mir zu Hause sogar ein Amoroso-Raid und irgendwo mitten im englischen Garten ein Kyoge. Und dann kamen halt diese ganzen Theorien, dass die Einladungen erst kommen, wenn die Raids vorbei sind, weil die Raids, keine Ahnung, jetzt vielleicht eine Stunde verschoben wurden und verlängert. Dem war dann doch nicht so. Es war erstmal tote Hose, alle waren enttäuscht, alle waren verwirrt, so viele Theorien, so viele Fake News, dies, das, so wie immer. Und dann, aus dem Nichts, ich habe echt gar nicht mehr damit gerechnet, so um 23 Uhr circa, bam, neue Welle an Einladung. Und was war das für eine Welle? Was waren das für Einladungen, Leute? Echt komplett verrückt. Ich blende hier ein paar Sachen ein. Island, Irland, Neuseeland, Holland, Portugal, Italien, alles mit dabei, echt verrückt. Nichts getriggert, richtig zufällig. Sogar ein paar, die die Arena nicht mal bekämpft haben, kein Raid dort gemacht haben, nur gedreht und die haben sogar eine Einladung bekommen. Das sieht man hier am Orden. Ursprünglich, ich habe es gepostet auf Instagram, Facebook, Twitter, folgt mir dort. Habe ich auch gepostet, dass ich da kein Raid gemacht habe, was aber dann doch nicht stimmt. Ich habe nachgeschaut und zwar hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Ich dachte, weil mein Raid ist in Dachau, blende ich hier nochmal ein irgendwo. Und ich war zweimal in Dachau. Und zwar war das Purge Night Dachau am Freitag und Purge Night Dachau am Samstag. Dachte ich zumindest. Aber wir sind die Sachen, die Videos durchgegangen. Ich habe zum Glück alles gut dokumentiert. Der erste Tag, der allererste Tag, wo Raids öffentlich waren. Das war ein Samstag. Ich erinnere mich noch, ich hatte Uni. Link ist unten in der Beschreibung zum Video. Am Freitag kamen die ersten Raids. Das war in Pasing, die gesponserten Arenen. Da hatte ich meinen Lied sogar. Und dann am Samstag kam halt für alle die Raids. Ab Level 25, glaube ich, oder so. Dann haben wir dort, genau hier beim Klangdino, einen gemacht. Der ist übrigens auch triggerbar. Also für den hätte man eigentlich auch einen bekommen können. Hat aber, glaube ich, keiner. Und danach sind wir spontan nach Dachau gefahren, weil wir gehört haben, dass dort ein Despoter-Raid ist und damals Despoter überkrass. Haben wir den gemacht, dafür habe ich nicht die Einladung bekommen, sondern den danach. Galaxo-Raid, Galaxo, mein alter Kumpel. Sprich, für meinen vierten Raid gesamt, der vor 7 Monaten war, habe ich jetzt eine Einladung bekommen. Und die meisten vom letzten Jahr haben eine bekommen, wo sie im Urlaub waren oder kurz in einer anderen Stadt oder so. Und jetzt leiden so viele Leute. Birgit zum Beispiel hat einen in Holland bekommen. Paar in Wien, Österreich, wie gesagt, Portugal, Italien, Spanien, Frankreich, alles mit dabei. Neuseeland sogar, also echt kranke Sachen. Der Algorithmus, keine Ahnung, was Niantic da macht. Paar meinen, ja, das sind Fehler, das wird eh behoben, die Einladungen werden zurückgenommen. Bullshit, Bullshit. Niantic macht solche Fehler nicht. Die machen Kleinigkeiten, aber das ist eine Multimillion, Multimilliarden Dollar Firma. Also ein Fehler war das sicher nicht. Und das wird auch nicht zurückgezogen. Das System wurde einfach geändert. Zufälligerweise seit Donnerstag. Seitdem ich mein krasses Video Vegeta vs. Jugend, Hong vs. EX-Raid rausgebracht habe. Seitdem ist das System komplett anders. Zuerst kam am Donnerstag die überraschenden Einladungen. Und jetzt dann diese Chaoswelle. Wirkliche Chaoswelle. Es haben echt eine Menge Leute eine Einladung bekommen diesmal. Und am Anfang dachte ich sogar echt jeder. Dann habe ich leider von ein paar gehört, die immer noch keinen bekommen haben. Mein Beileid, also das ist richtig leidend, dass man jetzt immer noch keinen bekommen hat. Zum Glück bin ich nicht einer von den Leidenden. Aber wie gesagt, die meisten echt von einer Weile her. Dann gibt es ein paar neue Informationen, dass jetzt die Zellen ein bisschen anders sind. Also, dass jetzt S10 Zellen, glaube ich, verwendet werden, anstatt S12. Also, jetzt mit den Triggern sollte man auf jeden Fall erstmal abwarten. Schauen, was so am Wochenende geht, nächste Woche und dann. Mal schauen, wie der Algorithmus dann sein wird, wie der Zyklus, was Niantic da so plant und macht. Es kann sein, dass heute Abend wieder eine Einladung rauskommt.
und morgen und übermorgen. Man weiß es echt nicht. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr jetzt auch eine Einladung bekommen habt. Wenn ja, hoffentlich nicht an irgendeinem verrückten Ort, wo ihr im Urlaub wart oder so. Ich bin gespannt, was Niantic machen wird. Aber das war's von mir erstmal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.